schön länger mal machen. Früher, aber das Wetter war ja nicht so nett. Und ich wollte deswegen noch mal Ende der Aufnahme eine cool geworden ist. So. Erstens mal waren sie vom März, wo noch nichts grün ist. Und irgendwie sind die nicht gut geworden beim Bearbeiten. Darum habe ich jetzt die Originalfahrt noch einmal gemacht. Also zuerst Stadtdaumlingen, Sulzfeld, Saale, Wilfeshausen, Umbershausen, Freudeshausen, dann wieder Wulfheim. Thank you.
Anfang war es dann noch ganz angenehm, ne? Also nicht zu heiß, ne? Überhaupt, wenn man durch den Wald gefahren ist, aber später ist es dann doch ziemlich heiß geworden. Also wahrscheinlich sind auch viele deswegen nicht gefahren, weil es so heiß war.
Das ist also jetzt schon der neue Radweg nach Oberlaudingen bis Sulzfeld. Er ist wirklich sehr gut. Thank you.
geht jetzt links nach Saale ab. Yeah.
Da kommen wir jetzt nach Rübershausen. Ab hier ist es schon ziemlich heiß geworden. Man musste also öfters mal anhalten, um was zu trinken, ne? Hier kann man also auch rechts nach Waldershausen fahren. Ich fahre aber links über Jungershausen. Ist zwar 4 Kilometer länger, aber schönere Strecke. Die andere geht Langenberg rauf und hat nur kurze Abfahrt.
eine Baustelle, aber nur kurz. Da ist genau die Straße. Also jetzt sind wir später dann. Jetzt der lange Berg ist natürlich in der Sonne ganz schön anstrengend, ne? Die Sonne knallt hier voll runter. Denkt mir, der Berg ist zu Ende, ne? Aber es geht dann wieder weiter. Und dieser Unterschied, ob man bei 20 Grad fährt oder bei 30 plus in der Sonne, ne?
Staub hauen sie schon wieder neue Windräder. Die ganzen Proteste haben nichts genützt. Die ziehen ja blau durch, die lassen sich da nicht beirren. Wir kommen jetzt nach Waldershausen. Ab da teile ich das Video, weil es sonst zu lang wird, dann mache ich einen zweiten Teil. Thank you.
Da rechts sind sonst immer viele Radler drin, aber denen ist wahrscheinlich heute zu heiß, heute sind meistens Senioren, ne?